Florian Petersdorfer. Er ist Imker und das hauptberuflich. Von seinem Berufsstand gibt's österreichweit nur ganz wenige. Hauptsächlich wird Imkerei nämlich mittlerweile nur noch nebenberuflich gemacht. Insgesamt 160 Kisten hat er in Wels und Umgebung. 2014 war das, da war das Bienensterben zum ersten Mal in den Medien. Und da habe ich mich zum Befassen angefangen damit. Und habe mir Bücher gekauft, habe mich eingelesen, bin dem Imkerverein beigetreten und dann auch im Jahr darauf meine ersten Bienenvölker gekauft. Ja, und dann ist es sehr schnell gegangen alles. Verehrte Investoren. Und zwar so schnell, dass er bei der Puls 4 Show 2 Minuten 2 Millionen richtig abgeräumt hat. Vier Investoren glauben an die Arbeit des Welsers. Super, super. Bravo. Ich habe da meine beiden Produktinnovationen, sage ich mal so, fertig gehabt. Das eine sind die Bienenbrotkapseln, also Nahrungsergänzungsmittel. Das andere war der trockene Honigwein. Und davor mit einer normalen Imkerei ist jetzt nicht so innovativ, sage ich mal. Da gibt es mehrere, die das machen, war es kein Thema. Aber wie die zwei Sachen fertig waren, habe ich diesen Schritt gewagt. Und ja, was dann passiert ist, war wirklich gigantisch. Ja. Florian Petersdorfer, der Bienenflüsterer. Seit 2018 ist er selbstständig und die Arbeit wird immer mehr. Mit der Sendung, mit der Vielzahl der Leute, die das gesehen haben und die dann auch bestellt haben, wirklich an dem Tag der Sendung, während der Sendung, war sehr viel zu tun. Es ist die Zusammenarbeit mit den Investoren irrsinnig spannend und irrsinnig bereichernd. Der Florian Schwandner zum Beispiel hat mir bei den Themen digital, Webshop irrsinnig unterstützt. Und das ist natürlich für einen jungen Unternehmer, so wie ich bin, unglaublich, wenn du auf Wissen von so jemandem zurückgreifen kannst. Das ist unbezahlbar. Ja, Investment habe ich erhalten, das ist das eine, aber dann diese operative Unterstützung, dieses Know-how, auf das zurückzugreifen zu können, das ist wirklich sehr viel wert gewesen für mich. Ja. Dass er sich oder seine Firma verkauft hat, dieses Gefühl hat Flo nicht. Nein, überhaupt nicht. Man muss auch dazu sagen, wer es nicht gesehen hat, es sind 26%, die ich hergegeben habe von der Firma. 74 sind nach wie vor bei mir. Und es ist so ein freundschaftliches und partnerschaftliches Zusammenarbeiten, dass ich nie das Gefühl gehabt habe, da gebe ich irgendwas her oder muss was hergeben oder muss irgendwas so machen, wie ich es gar nicht machen will. Das war mir immer wichtig. Und das ziehe ich so durch und das wird auch von dieser Runde ganz wunderbar mitgetragen. Mitgetragen wird auch die neueste Kreation, Gin and Honey. In der Frau Dietrich in der Linzer Altstadt gibt's den Gin made in Wales. Und darauf ist der Unternehmer nur zufällig draufgekommen. Die haben bei mir im Webshop 6 Flaschen bestellt, ja genau. Ganz auf einmal sind die Bestellung reingekommen und habe natürlich irrsinnig gefreut und habe dann natürlich nach dem Ausliefern nachgerufen und habe mich bedankt für die Bestellung und jetzt sind wir ins Gespräch gekommen und freue mich schon auf die Partnerschaft. Bin stolz, da den Gin liefern zu dürfen. Ja. Das Konzept von Florian Petersdorfer läuft. Bestellungen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland, mittlerweile Standard. Berufliche Wünsche sind derzeit keine offen. Wünsche für seine Bienen aber schon. Kann jeder unterstützen, nicht den Rasenmäherroboter fahren lassen, sondern vielleicht irgendwo an einem Eckerl einmal ein paar Blumen stehen lassen oder den Rasen nicht englisch schneiden. Die Bienen werden es danken. Ja. Und danken werden es neben den Bienen dann auch Feinschmecker. Neben trockenem Honig mit und Gin mit Honey denkt der Welser Bienenflüsterer nämlich schon wieder über weitere Kreationen nach. So. Danke Daniel, zum Wohl. Zum Wohl. Gin, Gin.